Kraft legte weiter zu. Brinkmann auf Njeng und auf geht's. Klatsch, welch ein wunderschönes Tor von Marcel Njeng in der 25. Minute. Hut ab vor Njeng, Saisontor Nummer 8 in seiner ersten Spielzeit als Profi. Er kam ja im Sommer von Düsseldorf aus der Regionalliga. Und für dieses Ding gibt es nur eine Beschreibung. Schlicht und ergreifend, Traumtor. Njeng, 7 Treffer erzielte er in der Hinrunde. Nun auch endlich sein erster in der Rückrunde. Und was für einer. Guck an, guck an. Paderborns erstes Nicht-Müller-Auswärtstor seit Oktober. Auch damals in Bochum traf Marcel Njeng. Wie eben heißt es nun Schulp auf Krösche. Achtung Schulp, und da kommt Krösche. Da ist er wieder, dieser Markus Krösche, und jetzt macht er's. Markus Krösche. Eben den leichten hat er nicht gemacht. Jetzt trifft er zum 2:0 in der 77. Minute. Die Entscheidung, die Erlösung. Jetzt hätten sie die 40 Punkte. Damit wäre wohl endgültig klar. Paderborn auch nächste Saison in der zweiten Liga. Der zweite Konter, der lief gut. Wieder die Kombination Schulp auf Krösche. Und dieses Mal Krösche mit dem perfekten Abschluss. Schulp auf Krösche, das Erfolgsrezept zur Entscheidung. Es war die letzte nennenswerte Szene in diesem Spiel. Es blieb beim 2:0 für die Gäste. Die große Wende für den SC Paderborn.